Noch mehr Xalphos. Okay, wir sind hier auf jeden Fall richtig. Hier sind, er sagt, wirklich Ruinen der Sonau. Nur wissen wir leider wirklich nicht so genau, wo wir hier, sagt, nach Informationen über Zelda suchen sollen. Okay, der starke Exalbogen, den brauchen wir. Das sagt nun wirklich jetzt wichtig. Das war jetzt, sagt nun wirklich wichtig. Aber ich hatte jetzt eigentlich wirklich gedacht, ich hätte hier noch irgendwo einen Schrein in der Nähe gesehen. Und ich glaube, sicherheitshalber Anti-Rutsch-Medizin trinke ich jetzt, sag auch schon mal. Okay, dort unten sind, sag auch wieder Konstrukte. Dort oben wiederum fliegt gerade was runter. Hören offensichtlich, sagen, ein paar lachende Affen. Und jetzt wird das Ganze, sag, ein bisschen kompliziert. So, was ist das? Das erinnert einen auf jeden Fall, sag, an Sonau. Wir sehen hier auf jeden Fall mehr von diesen Statuen. Doch haben wir jetzt leider, sagt wirklich, er sagt, nicht so viele Informationen. Irgendwo hier in den Tropen Informationen über Zelda. Na toll!
Okay, wir haben also, wie es aussieht, wieder mal ein paar Waffen verloren. So, Eisenholzast. Nehmen wir dafür dann mal ein schwarzes Exalfos-Horn. Okay, mal wieder ein paar etwas andere Waffen herstellen. Und dann ist auf jeden Fall die Gegend hier noch ein bisschen erkunden. Und dann irgendwann müssten wir eigentlich auch auf Information stoßen. Die Nerven. Tja, Exalfos hier, Exalfos da. Aber haben wir jetzt hier Informationen über Zelda? Leider sag immer noch nicht. Es ist aber wirklich das Problem, dass das Gebiet hier sogar auch so groß ist. Und Palm? Und Palm gibt es ja sowieso auch an jeder Ecke. Hierbei jetzt die richtige Stelle herauszufinden. Warte, wir sind jetzt hier bei Sona. Ruin und. Duna! Hat sich gelohnt, meine eiserne Bananenration als Köder einzusetzen. Im Namen von Meister Koga! Ernsthaft? Sidon, wir brauchen dich! Was war das denn jetzt für eine komische Tell? Ah, verdammt nochmal, wir brauchen wieder was zu essen. Oh nein, Elektro-Exalfos! Was, hat er jetzt einfach wirklich sein Schwert, der er sagt, mitgenommen?
ist doch jetzt ist auch blöd. So, Elektro-Exalfors-Horn. Elektro-Exalfors-Schwanz. Tja, auch immerhin besser als nichts, aber... Ach, Moment, wartet mal. Ich hab doch ehrlich gesagt auch noch ein Bild. Ja, ich hab doch ehrlich gesagt auch noch ein Bild hier, glaube ich, mal aufgenommen von der Stelle, wovon uns man berichtet hatte. Nur bedauerlicherweise sagt uns das Sack hier auch nicht so viel. Könnte es vielleicht auf der Karte irgendwelche Hinweise geben? Bedauerlicherweise wäre, sagt wirklich die Stelle hier mit den Sonorruinen, mein bester Anhaltspunkt, um überhaupt irgendwas über Zelda zu finden. Oh, nicht schon wieder! Schwierig, schwierig, schwierig. Wenn wir doch erst auch wirklich bessere Anhaltspunkte hätten. Warte mal, verlassen wir jetzt erst schon das subtropische Gebiet? Oh? Oh, was gibt's? Ich habe den Eindruck, wir sind vom gleichen Schlag. Gibst du, du bist auch auf Schatzsuche, oder? Ich bin zwar wie ein Mitglied des Sona-Forschungsgruppe gekleidet, aber eigentlich suche ich nach Schätzen. Ich dachte, diese Wichtigtour hätten vielleicht Zugang zu Informationen über Ruinen, in denen Schätze sind. Darum habe ich mich ihnen angeschlossen oder mich eher eingeschlichen, wenn man es beim Namen nennen will. Aber statt Infos über lohnende Schätze habe ich bislang nur gefährliche Forschungsaufträge bekommen. Ich bin ein echter Pechvogel. Aha. Okay, wo ist der Ritterkönig Zweihänder? Von eben.
das gibt's doch nicht. Wo hat er das Teil der Sack jetzt verloren? Ah, hier ist es. Okay, den Ritter Zweihänder nehmen wir, sagt gut und gerne mal. Okay, das ist ja sogar auch nicht schlecht. Ja, aber wir scheinen, er sagt jetzt wirklich, er sagt von dem Gebiet, wo wir als eigentlich suchen wollten, uns entfernt zu haben. Aber ich verstehe das Elsack nicht. Wo genau soll man Elsack hier Zelda gesehen haben? Und es gibt doch eigentlich Elsack bloß das hier als subtropisches Gebiet. Aber jetzt auch wirklich das Problem, dass es ja auch so groß ist. Wartet mal. Was ist jetzt hier? Okay, hier haben wir jetzt auf jeden Fall gutes neues Material für unsere Pfeile gekriegt. So viel ist jetzt klar. Ein Waldschwert. Naja, das knochige Ritterschwert nehmen wir jetzt erstmal da weg. Ein lebendiges Schwert der Crocs. Die Klinge ist zerfressen. Manche Materialien, die an der Spitze befestigt werden, sind beliebig oft verwendbar. Wir machen es eher ein bisschen anders. Nix? Oh, komisch. Tja, aber trotzdem. Wir sind ja sag auf jeden Fall, denke ich, ja sag auf der richtigen Spur. Mit dem subtropischen Gebiet. Da drüben ist ja sag auch wieder ein Schrein. Nett. Was? Oh! Also ernsthaft, wo ist der denn jetzt? Das ist doch jetzt sehr lächerlich. So, jetzt lass dein Schwert fallen. Also, wie schon gesagt, wir müssen Elsack jetzt hier in diesem Gebiet suchen. Anders kann es Elsack jetzt nicht sein. P
Perrin erreichte einen Augenzeugenbericht, den zufolge Prinzessin Zelda gesehen wurde, wie sie auf dem Monster ritt. Es handelt sich um ein bisher unbekanntes Monster mit scharfen Beißern, groß wie ein ganzer Berg. Es soll oft in den subtropischen Regionen im Süden gesichtet worden sein. In Stellen erfährt man so manches von Reisen, als hör dich mal um. Wo könnten wir jetzt also hier noch suchen? Es muss ja wirklich irgendwo hier sein. Aber wir hatten doch eigentlich in Breath of the Wild hier auch irgendwo ein paar andere Ruinen doch, glaube ich, gehabt. Haben wir jetzt also keine Raketen mehr hier? Ne, bedauerlicherweise haben wir jetzt keine mehr. Aber es kann doch nicht sein, dass wir jetzt hier keine Informationen haben. Hier sind überall Palmen. Wir sind jetzt hier schon fast überall längs gegangen. Und irgendwo hier muss man doch theoretisch irgendein großes Monster sehen, wenn hier wirklich eins sein soll. Es kann doch nicht sein, dass man hier sagt nichts sieht. Naja, Augenzeugen. Das ist so schon mal ein großes Monster, aber jetzt sagt nicht das Monster, nach dem wir sagt suchen. Also es ist auf jeden Fall viel einfacher, einen Tinox anzugreifen und zu besiegen. Wenn man auf Mineiro spielt, wollte ich ja sagen. Aber das scheint jetzt irgendwie auch nicht... Warte mal. Könnten dort oben auf den Bergen auch noch ein subtropisches Gebiet sein?
Oder würde das der Sack jetzt wiederum zum Bito-Tal... Ah, das würde der Sack zum Bito-Tal gehören. Also passt das jetzt nicht. Naja, und ansonsten mit subtropisches Gebiet. Es gäbe, er sagt, immer noch Angelstädt. Wäre, er sagt, teilweise auch ein tropisches Gebiet, aber... Ja, es passt irgendwie jetzt nicht so ganz zu das, was ich, er sagt, bisher gehört habe. Und dazu meine ich jetzt natürlich ja der Bericht... Mit dem südtropischen Gebiet, subtropischen Gebiet. Das ist doch jetzt auf jeden Fall genial gewesen. Ein bisschen Grillgeflügel haben wir jetzt auch gekriegt. Ein schwarzes Hinoxhorn auf jeden Fall auch. Ritterbogen. Okay, wieder mal besser als nichts. Wir sollten aber auch wirklich demnächst mal wieder ein paar neue Waffenslots freimachen.